Du hast doch gebucht, dass wir schon. Ich möchte nicht drängeln, aber. Müssen wir los? Ja, wir wollen ja in 9 Stunden wieder rüber. Es ist schon, wir werden eine Menge Spaß haben. Ihr solltet gleich einschalten. Wir werden einen Livestream machen auf YouTube beim Jens von 9.30 Uhr. 9.30 Uhr, einschalten. Move Electric, einschalten. Und ich glaube, die brauchen 10 Stunden. Grandios, würde ich sagen, oder? Wie ist bei dir? Mega gut. Wir werden ja gewinnen heute, ne? Alles gelöscht. Wir haben uns vorbereitet, gestern Abend alle Adressen eingegeben, damit wir gut vorbereitet sind, keine Zeit verlieren. Du musst D einlegen, dich anschnallen. Wie geht denn das Autofahren? Habe ich schon. Es ist früh, Leute. Es ist nicht mal halb 7. Die Führung startet jetzt. Jetzt links abbiegen und danach sofort wieder links. So, konnten wir schon durchfahren oder mussten wir noch mal irgendwie... Hier ist dein Cappuccino. Ah. Ist das mein Cappuccino? Ich glaube, das ist dein Cappuccino. Super, vielen Dank. Dein Lunchpaket habe ich dir gepackt, abbiegen. Schätzchen. Boah, du bist so gut zu mir. Ich musste das nämlich selber schmieren. Echt jetzt? Ja, war ja nicht so, dass die das machen würden. Ne? Man muss das ja, aber wieso haben wir das denn dann aufschreiben müssen? Das gibt's ja gar nicht. Ich möchte nicht drüber sprechen. Ja, wir sind am Start. Ja, Leute. Ist schön, dass ihr dabei seid. Das Navi quatscht zwar ständig dazwischen. Aber wir gehen jetzt auf die knapp 1000 Kilometer lange Reise auf der ED1000. Quer durch Bayern, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Niederlande, Holland und was weiß ich, wo noch? Keine Ahnung, wo uns verschlägt. Spanien, ich weiß es gar nicht. Und das alles mega vorbereitet. Wir wissen jetzt heute Morgen, wir haben quasi heute Nacht ein Reset gemacht. Keiner weiß mehr, was Sache war. Das Briefing gestern Abend völlig weg. Ja, das war ein bisschen... Wir müssen irgendwie 5 Fotos machen. Ich muss dir gleich nochmal das Booklet durchlesen. Ja, du fährst, ich lese und... Du musst mir mal so Kurvenansagen machen. In 500 Meter rechts, maximal 80 km/h und solche Ansagen möchte ich hören. Ah ja, hätte ich das gewusst, dann wäre ich ja gleich bei der Rallye-Weltmeisterin mitgefahren. Ja, Isolde ist ja schon da. Ne? Ja, du meinst, sie ist schon wieder zurück? Ja, die ist schon wieder zurück. Ja, also wir fahren jetzt erstmal los und ich glaube, wir melden uns dann, wenn es was Spannendes zu berichten gibt, würde ich sagen. Genau. Momentan ist ja nur fahren, fahren, fahren auf der Autobahn und das ist nichts Spannendes. Für uns schon. Nee. Ja, wir fahren die Strategie, dass wir Gas geben. Habt ihr ja vielleicht gerade gesehen. Wir fahren also da, wo es geht, 170, 180, 190. Ist ein bisschen kurvig hier. Und laden halt öfter, weil er ja nun so schnell lädt. 240 kW in der Spitze. Und da stehen wir maximal 15 Minuten und sind dann wieder weg. Und dann geben wir wieder Vollgas. Das ist unsere Strategie. Denn wir wollen ja dem Porsche die, was? Rücklichter zeigen. Ja, ob wir das schaffen, Porsche zu schlagen, ist schon schwer. Ja, die Höchstgeschwindigkeit ist nicht so hoch. Der Porsche fährt 200, weiß ich nicht, was fährt der? 40, 240? Meinst du, die fahren Vollspeed? Die fahren Vollspeed. Das ist schließlich der Rennfahrer. Wie heißt er noch? Ja, Timo Bernhard fährt. Timo Bernhard. Aber ich hätte es gedacht, dass irgendwo dann doch der Verbrauch so hoch ist. Die fahren Vollspeed. Okay. Das ist die Porsche-Strategie. Die haben nur eine Strategie, Vollspeed. Das Panorama an draußen heute. Der Watzmann ruft, sage ich nur. Was ist das denn für einer? Ist das vielleicht sogar der Watzmann? Ich weiß es gar nicht. Ja, den ersten Wegpunkt haben wir geschafft. Das war die Firma Abt hier bei Kempten. Da muss man aber nur vorbeifahren. Jetzt sind wir gerade unterwegs zum ersten Fotostopp. Irgendwie in Mitten. Wo war das? Mittenwald? Mittenwalder Straße. Irgendwo. Wo auch immer. Richtig, Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen, alles an der klar. Sprungschanze. Okay, da müssen wir ein Foto von der Sprungschanze machen. Und da werden wir auch dann vorher laden oder nachher laden? Kurz danach. Kurz danach werden wir laden. An einem EnBW-Charger, der eine 300 kW-Säule und eine 150 kW-Säule hat. Und das ist natürlich eine enge Kiste. Ja, wir hoffen, dass jetzt keiner kaputt ist und dass keiner besetzt ist. Sonst haben wir wieder Zeitverlust. Aber momentan liegen wir echt super. Wir haben aber auch einen Verbrauch von 30 Kilowattstunden im Moment. Ja, wir versuchen nicht effizientesten Punkt, wie sagt man? Also die Effizienzwertung, die lassen wir sausen. Wir wollen einfach die Geschwindigkeitswertung haben, weil das macht einfach mehr Spaß zu fahren. Aber natürlich halten wir uns an die Verkehrsregeln. Ne? So viel ist klar, Geschwindigkeitsbegrenzung
werden eingehalten. Guck dir die Berge an hier. Guck mal. Ey, Wahnsinn. Wir norddeutsche Flachland-Tiroler, wir kennen sowas ja nicht. Ja, Jens und ich sind gut unterwegs. Prima Sache. Wir haben den ersten Wegpunkt bei Abt hinter uns gelassen, sind gerade auf dem Weg zum zweiten Wegpunkt. Und zwar müssen wir ein Foto machen an der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen als Beweis, dass wir da waren. So, jetzt waren wir bei unserem ersten Fototermin bei der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen und jetzt geht es noch 10 Kilometer weiter Richtung, wo fahren wir hin? Richtung Passau. Müssen aber gleich mal laden. Wir haben noch 16%, also 50 Kilometer Restreichweite. Die letzten 20 Kilometer haben wir im Prinzip nichts verbraucht, weil wir doch mehr oder weniger nur runter rekuperiert haben. Aber da müssen wir jetzt laden. Das ist wie gesagt der EnBW Charger mit 300 kW und ich glaube, dass von dem Team der ED1000 keiner vor uns ist, der da auch lädt. Das werden wir dann sehen. Es sei denn der Porsche. Ja, der lädt an Ionity. Der kann doch nur Ionity. Ja, jetzt sind wir hier am ersten Ladestopp, den wir uns so wunderbar ausgesucht haben mit zwei EnBW Ladesäulen. Eine 300 kW mit zwei Punkten und eine 150 kW mit zwei Punkten. Wurde auch alles als frei angezeigt, beziehungsweise an der 300er lädt einer. Und ja, so ist es auch. Aber das Doofe ist, der zweite Slot ist rot, mal wieder. Zum zweiten Mal jetzt, gestern hatten wir es auch schon. Und hier lädt also ein Kia Niro, der ja auch nur mit 88 kW laden kann. Und der lädt an der 300 kW Ladesäule, wo daneben ja eine 150er steht. Sehr, sehr unglücklich. Bedeutet für uns jetzt, dass wir uns an der 150er angeschlossen haben. Immerhin kriegen wir da 150 kW. Aber wir hätten gerne 220 kW gehabt oder so. 225 hätten wir hier gekriegt und ja, ist leider nicht. Also, wo ist Nino? Nino, wir müssen los! Was? Wir müssen los! Wie, wir müssen los? Ja, wir müssen los. Vollgas! Ja, jetzt sind wir hier in der Raststätte Walserberg an der österreichischen Grenze, kurz hinter Bad Reichenhall. Und hier laden wir jetzt am Shell Recharge und hier haben wir auch Mittagspause. Wir sind jetzt knapp 410 Kilometer unterwegs. Das ist jetzt unser dritter Ladestopp. Eigentlich hätten wir nur zwei bisher gebraucht, aber der erste Ladestopp war leider ein bisschen zu kurz geplant. Und der zweite Ladestopp war auch so ein Desaster, weil Ionity nicht funktioniert hat. Da waren halt vier Stalls, davon einer kaputt, einer besetzt und die anderen beiden freien haben wir ausprobiert, dreimal jeweils. Und die Kommunikation mit dem Fahrzeug hat leider nicht geklappt. Und hier laden wir jetzt so voll, weil wir essen jetzt hier was. Allerdings wird die Ladezeit natürlich zur Fahrzeit dazugerechnet. Und das Essen ohne Laden würde dann abgezogen von der Zeit. Und jetzt bin ich auch wieder im Livestream. Aber das Mikro kann ich mir gerade hier anstecken mit einer Hand. Ja, also das war Zwischenfazit. Im Prinzip super Tour. Der Wagen ist ja echt ein Traum. Also Genesis GV60. Wenn ihr euch für sowas interessiert, so kleine Crossover-SUVs, der Wagen ist richtig geil. Also könnt ihr auch im Livestream sehen, wie wir davon schwärmen. Also tolles Fahrzeug. Leute, es ist geschafft. So, wir hatten 9 Stunden 32 reine Fahrzeit, 880 Kilometer und ein Durchschnittsverbrauch auf der gesamten Strecke von 21,7 ist ein bisschen viel, aber wir sind ja auch ziemlich schnell gerast. Ja, wobei es ja voll langweilig gewesen. War ja nur 860 Kilometer. Wie war es für dich, Nino? Ja, ich habe mich eigentlich auf 1000 gefreut. Was ist los? Wir haben eine Route gefunden, die deutlich kürzer war.
und wir haben nur dreimal geladen und einmal davon war noch überflüssig. 880 waren es, nicht 60, ich habe mich versprochen. 880 Kilometer. Wir haben ein bisschen Gas gegeben am Anfang und dadurch haben wir die Effizienzpunkte verschenkt, aber mit 11,7 liegen wir doch ganz gut, oder? 11,7 Kilowattstunden kann man nicht meckern, ne? Ja, das wäre unser Wunschziel gewesen. Leider sind es 21,7, aber wir sind dafür ziemlich schnell unterwegs gewesen.